Vor 14 Jahrhunderten bekam die Menschheit den Heiligen Koran, eine göttliche Schrift, herabgesandt. Seit dem Tag seiner Offenbarung ist er der letzte und einzige Führer der Menschheit. Und er wird es bleiben bis zum jüngsten Gericht. Der Koran ist das Wort Allahs. Seine literarische Qualität, die kein menschliches Wesen imitieren kann, die Tatsache, dass er frei ist von Widersprüchen, seine Voraussagen über die Zukunft und die in ihm enthaltenen versteckten Informationen beweisen dies. Doch der Koran enthält ein weiteres Wunder, das seine Herkunft durch göttliche Offenbarung beweist. Es gibt eine bemerkenswerte Anhäufung wissenschaftlicher Wahrheiten, die in ihm enthalten sind. In diesem vor 1400 Jahren offenbarten Buch finden sich zahllose Informationen, die die Menschheit erst mit Hilfe der heutigen Technologie in der Lage war zu entdecken. Die Menschen jener Zeit kannten keine Wissenschaft. Ihre Vorstellungen über die Natur und das Universum basierten auf Aberglauben und Mythen. Die Araber nahmen zum Beispiel an, die Erde sei flach und die Berge stützten den Himmel über ihnen. Doch solcher Aberglaube wurde mit der Offenbarung des Koran ein für alle Mal widerlegt, unter anderem durch Sura. Allah ist es, der die Himmel ohne sichtbare Säulen aufgerichtet hat. Der Koran enthält Informationen über zahlreiche Dinge, die zu jener Zeit niemand gewusst haben kann. Von der Schöpfung des Universums bis zur Erschaffung des Menschen. Von der Beschaffenheit der Atmosphäre bis zu den auf der Erde herrschenden Gleichgewichten. Jüngste wissenschaftliche Entdeckungen zeigten, wie wunderbar diese Informationen sind. Im frühen 20. Jahrhundert glaubte man, das Universum sei unendlich. Es habe also in Zeit und Raum weder ein Anfang noch ein Ende. Diese Ansicht war Grundlage des Modells des statischen Universums. Es dominierte die Wissenschaft für viele Jahre, bis eine neue Theorie diese Auffassung erschütterte. Die Urknalltheorie. Sie besagt, vor etwa 15 Milliarden Jahren habe eine gigantische Explosion stattgefunden, die ihre Ursache in einem einzigen Punkt hatte, der aus dem Nichts entstanden war. So entstand das gesamte Universum mit seiner Materie und die Zeit. Heute bestätigen viele wissenschaftliche Befunde die Urknalltheorie. Es konnte bewiesen werden, dass das Universum aus dem Nichts durch eine große Explosion ins Dasein gekommen ist. Doch was in unseren Tagen erst durch langwierige Forschungen herausgefunden werden konnte, war bereits vor 14 Jahrhunderten im Heiligen Koran erklärt worden. Er schuf die Himmel und die Erde aus dem Nichts. Mit heutiger moderner Technologie durchgeführte Forschungen und Berechnungen haben Licht auf viele Geheimnisse des Universums geworfen. Zum Beispiel auf die permanente Ausdehnung des Universums. Diese Idee kam erstmal im frühen 20. Jahrhundert auf. Der russische Physiker Alexander Friedmann und der belgische Kosmologe Georges Lemaître berechneten, dass das Universum in stetiger Bewegung ist und dass es sich ausdehnt.
1929 wurden die Berechnungen durch Daten von Observatorien bestätigt. Als Edwin Hubble, ein amerikanischer Astronom, den Himmel mit einem Teleskop beobachtete, machte er eine überraschende Entdeckung. Die Sterne und Galaxien bewegten sich voneinander weg. Es war eine der wichtigsten Entdeckungen in der Geschichte der Astronomie. Ein Universum, in dem sich alles voneinander wegbewegt, impliziert ein sich ständig ausdehnendes Universum. Die Himmelskörper im Universum verhalten sich wie auf einen Luftballon aufgemalte Punkte, wenn der Ballon aufgeblasen wird. Je mehr er aufgeblasen wird, desto weiter entfernen sich die Punkte auf seiner Oberfläche voneinander. In ähnlicher Weise entfernen sich auch die Himmelskörper im sich ausdehnenden Universum voneinander. Vor 1400 Jahren, als der Koran offenbart wurde, war sicherlich niemand dieser Tatsache bewusst, denn es gab noch keine Technologie und keine Wissenschaft der Astronomie. Und doch stand in den Versen des Koran ganz klar, dass das Universum sich ausdehnt. Den Himmel erbauten wir mit unserer Kraft und seht, wie wir ihn ständig ausdehnen. Der menschliche Körper. Eine tadellose Struktur mit vielen feinen Details, die noch darauf warten, entdeckt zu werden. Wissenschaftler, die die heutige fortschrittliche Technologie verwenden, fanden Erstaunliches über den menschlichen Körper heraus. Zum Beispiel über das Gewebe des Körpers. Lebende Gewebe enthält 26 verschiedene chemische Elemente. 6 von ihnen sind bestens bekannt. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Diese Elemente machen 95% allen Gewebes aus.